4, ey, Bruder, 7. Ich schwör auf, du bist ein Talent. Allahu Akbar, ich schwör bei Gott. Ist dir das bewusst, Bruder? Wallah, ist dir das bewusst? Ich schwör bei Gott, Bruder, wie kannst du so ernst bleiben? Ja. Ich lach mich tot. It's about the pain. Wie kann man so ernst bleiben? Bruder, bester Mann, Alter. Sollen wir Carsten Stahl anrufen? Carsten Stahl? Ja. Der kennt dich ja persönlich, ne? Der kennt mich sofort. Ah, scheiße. Nein, Bruder. Warte. Jawohl, jetzt kommen die Subs, Mann. Ossi Osborn, 84. Geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ich küsse dann noch. Geil! Warte nochmal. Kammerjäger. Kammerjäger? Ja, Kammerjäger, gehen ran, Bruder. 0800 589 3413 0741 29 36. Bruder, der Passnummer, Bruder. Ich bin ein Idiot, Bruder. Ich mach die ganze Bruder, hört das auf, was ist für eine Nummer, Bruder? Das ist so IBAN-Nummer. Warte, bis 074. Okay, Kammerjäger, Leute. Ja. Sag deine Kakerlaken haben Schnurrbart. Schönen guten Tag, ich bin jetzt Jetting Camp, ja? Ja, genau. Ja, ich bin José Praga. Ich bin nach Hause, jetzt, aber ich bin Türkei 2 Monate, jetzt, ich bin Zürich, Deutschland und Wohnung jetzt Tire. Schon da, schade. Küche und Wohnzimmer. Boah, der Dreck gecheckt, der Cousin. Der dachte, das gebe ich mir nicht, halt um diese Uhrzeit. Boah, ich habe eine halbe Stunde Feierabend, Bruder. Gebe ich mir nicht, halt, das sage ich dir ganz ehrlich. Bruder, es ist Freitagabend. Es ist Freitagabend. Ey, es ist 23.24 Uhr. Bruder, okay. Ich will, der Kunde ist gerade bei dem Gast mit dem Live-Pool. Er sagt, nee, ich habe jetzt besser zu tun. True, sorry. Nee. Da bin ich jetzt raus. Hallo, Firma Seibel. Wunderschönen guten Tag, Frau Seibel. Ich bin Hakan Dündük. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Frau Seibel. Ich bin Hakan Dündük. Hallo, Firma Seibel. Einen kurzen Augenblick. Ja, was machen Sie? Wer sind Sie? Frau Seibel, ich bin Hakan Dündük. Ich bin, Schettingkämpfer. Ich bin Bestellung gemacht. Okay. Ha. Hallo, Firma Seibel. Einen kurzen Augenblick. Ja, Schwester, ich bin Callcenter und Mann. Was macht man jetzt bei? Ich bin Hakan Dündük, ich bin Schettingkampf, einem Mann, bitte, Wohnung bestellt gemacht. Mhm. Und was soll ich jetzt machen? Ja, Sie sind nicht Schettingkämpfung, oder? Hallo Firma Seibel, einen kurzen Augenblick, ich bin gleich bei Ihnen. Also Sie haben jemanden in die Wohnung bestellt? Nicht bestellt gemacht. Jetzt, yes, ich bin meine Wohnung, Problem mit insektischen Tieren. Ich bin Kämpfung gemacht, eine Bestellung. Aha. Okay, Sie haben eine Bestellung gemacht. Ja, Ihre Deutsch nicht gut oder ich meine Deutsch nicht gut? Ich meine Deutsch nicht gut, Entschuldigung. Gut, danke schön, Frau Seidel. Ich bin, ja. Frau Seidel. Ah, gut. Ich bin jetzt Hause, verstehen? Ich bin Hause und ich bin in Säckische. Meine Wohnung. Insekt liegt ja. Okay, verstehe. Käfer, ja. Also das ist Schädlinge und Elektriker. Insektlicher. Nicht entsetzlicher, sondern... Sie sind besoffen oder ein... Ich habe zu viel Insektlicher getrunken. Boah, ist das noch Komik. Jetzt, ich bin Frage. Meine Wohnzimmer und Küche, die Küche Chaba, Küche Schaban. Ah, Küchen Schaban haben Sie. Ich glaube, die mit kleinen Tee, mit Käfer und mit Bart. Wohnzimmer und Küche. Jetzt, yes, ich bin deine Laden, ich bin Termin gemacht. Okay, Sie wollen Termin machen oder haben schon gemacht? Ich muss Termin jetzt machen. Jetzt macht man Termin. Bitte. Okay. Dann, wie war Ihr Name? Hakan, Vorname, Nachname Dündük. Dündük, okay. Dündük. Ja, Dündük. Aha, Dündük. Also dünn und dick, Dündük. Dündük, evet. Nicht Dündük. Dündük. D-Ü-N-D-Ü-K. Dündük. Ah, okay. Hakan. 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 Okay.
Ich bin Claudia Hakan. Also ich sage Hakan. Vay Claudia! Was machen Sie denn? Canım benim sana. Yeah. Also, und welche Postleitzahl? Postleitzahl, ich bin Essen. Einen kurzen Augenblick, ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Claudia? Postleitzahl 4-4-5 Essen. 4-5 Also 4-5 4-5-1-3 9. Okay. Und Straße? Schmiedsdorfer Straße. Welche Straße? Schmiedsdorfer Straße. Essen. Schmiedsdorfer Straße. Frischdorfer Straße. Fischdorfer Straße. Frillendorfer Straße. Buchstabieren. F. A wie A. F. K. F. R. Ich muss leider warten, ziemlich viele Leute. Ich muss leider aufhören. Okay? Aber hat mir Spaß gemacht. Claudia, ich bin Küchenschaban und jetzt ich bin nicht Spaß gemacht, ich bin Kunde. Ich glaube, das ist Spaß. Claudia, nicht Spaß. Claudia, nicht Spaß. Ich bin Küchenschaban. Claudia lacht zu gerne. Ja, ich weiß, Claudia, Sie sind auch schöne Frau. Ich schon gemerkt, deine Herz ist gut. Aber Claudia, ich muss helfen, jemand. Meine Hausverwaltung schon gesagt, ich muss der Kammerjäger und dann ich bin bezahlt und Hausverwaltung Zürich bezahlt. Okay, aber bei Ihnen dauert ein bisschen länger, Herr Dündig. Welche? Also, viele Kunden warten. Später noch mehr anrufen und dann... Claudia, ich bin auch Kunde. Ich bin auch Kunde. Ich bin jetzt ganze Nacht nicht schlafen, Claudia. Küchenschaban, ich bin ganze Nacht nicht schlafen gemacht. Ich bin ganze Nacht da, okay? Ganze also Nacht da? Okay. Ich auch, Claudia, okay. Ganze ciao, Nacht da. Ciao. Ach, Claudia. Claudia. Küchenschaban? Dündig. Bruder, ich hab einfach aus Küchenschaber Küchenschaber gemacht, Bruder. Ich sag dünn, dick. Ich sag wie dünn und dick. Bruder, die dachte, jetzt kommt so einer Dings, auch so mit dem Käse, Bruder. So ein Küchenschaber kommt raus. Never lie. Claudia, rein. Danke, Claudia. Ich bin auch ganze Nacht da. Claudia, Alter. Okay, warte, wir beruhigen uns erstmal wieder. Boah, ich hab Kopfschmerzen, Bruder. Bruder, ich komm auf diesen Gas mit nicht klar, Bruder. Gas mit ist maximal, Bruder. Bruder, ich komm auf den nicht klar. Warte, ich ruf den mal an. Ruf den mal kurz an. Ich sag dir mal kurz, ey, Bruder, der hat mich zurückgerufen, der ist extrem heiß auf dich, der will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Ich ruf Gassen an. Der ruft mich zurück mit Kamera. Der schreibt gerade Text. Der ist live, der berichtet gerade. Der packt schon Koffer. Der guckt nach Leasingfahrzeug, Bruder. Der will 2000 Euro. Der guckt nach Roller, Bruder. Der Bruder geht nicht dran. Ich guck mal einfach Kontaktliste, Bruder, ja? Oder du rufst meinen Cousin an, der ist Großhändler für Tabak und Vapes. Ich überlege gerade, was wir da machen, Bruder. Du brauchst 200.000 Vapes. Aber schon leere, du willst sie recyceln. Ja, Bruder, du machst diesen Dings, diesen, wie heißt der, dieser Friedensbote von dir? Welcher Friedensbote? Dieser, Dings. Malte. Ein Schatz. du brauchst 200.000 verbrauchte Vapes. Und wollen die recyceln irgendwie auch. Genau. Fuck. Schöne Grüße an Ahmed Zimmer aus Bielefeld. Sag, du hast die Nummer von mir. Nein, sag, du hast die Nummer nicht von mir. Du hast die Nummer aus dem Internet. Hallo? Hi, grüß dich. Mein Name ist Malte. Und zwar, ich habe deine Nummer irgendwie von einem Bekannten bekommen. Du bist Tabak-Großhändler irgendwie, ne? Ja. Jetzt ist folgendes, so. It's about the future, it's about the nation. Ey, wir haben irgendwie jetzt gerade so ein Problem, so ein Programm, wo wir recycelte Vapes irgendwie aufkaufen und die dann recyceln tun. Jetzt ist meine Frage, ob du gebrauchte Vapes irgendwie bei dir stehen hast, so. Nein, für einen schmalen Taler irgendwie. Nee, hab ich nicht. Okay, jetzt eine Frage. Deine Tabaksachen irgendwie, sind die in Plastik drin oder ist das echt irgendwie so wiederverwertbares Material so? Wer spricht da? Malte. Welcher Malte? Malte von der letzten Generation. Ah,
23.40 Uhr, ne? Ja, und die Natur schläft nicht so. Ruf ich mal morgen an. Nee, die, ey, nee, Urwälder, die, weißt du, die warten auch nicht bis morgen, die grüne Lunge, so. Ach, man, das ist scheiße, das ist fuckig irgendwie, es geht gar nicht, so, das ist ein No-Go, ja. Gibt's da zu lachen, man, du bist ein Klimamörder, ja? Weißt du, du sitzt jetzt hier freitagsabends auf deiner Couch irgendwie, so, und feierst dich selber. Nee, nee, du hast da schon recht. Weißt du, Achmed, das ist fucky. Das geht gar nicht so. Gebe ich dir recht. So, guck mal, jetzt eine Frage. Ja. Deine Tabakbüchsen irgendwie, sind die hauptsächlich aus Plastik oder was sind da genau drin so? Die sind aus wiederverwertbarem Material, die werden in so einer Zwerg... Hast du was geraucht, da? Ja, ein bisschen. Ja. Wiederverwertbares, what the fuck, so. Was meinst du? Jede Tabakdose wird ein Bomb eingepflanzt, verstehst du? Ach so, okay, ey. Jetzt ist changing the game. Ey, das finde ich geil, appreciate ich mega von dir. Ja, die Natur schläft nicht, wir schlafen auch nicht. Ey, das ist cool, mega geil. Das ist eine geile Aussage, feier ich, appreciate ich, feier ich mega irgendwie. Alle Frage so, könntest du echt dir vorstellen, uns irgendwie so ein bisschen zu sponsoren, so? Natürlich. So, bei verschiedenen Klebeaktionen, wenn wir dann echt irgendwie deine Werbung in die Kamera halten, irgendwie. Ja, oder auf die orange Weste hinten rauf, Tab Großhandel Achmed noch irgendwie. Ja. Lass das so. Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an, ey, lass uns das so machen irgendwie. Ich würde am Montag irgendwie mit meinen Jungs vorbeikommen, mit Finn und Carsten. Ja. Dann würden wir zusammen mit Shisha rauchen irgendwie. Ja. Und dann können wir echt irgendwie so unser kleines Geschäft planen irgendwie. Ja, dann planen wir das nochmal irgendwie. Mega. Ja, geil, Achmed. Mega. Feier. Ich appreciate dich. Bist ein geiler Typ. So. Okay. Karma's coming for everybody. So. Ey, take care of you. Ich wünsche euch das Beste vom Besten. So. Und ich würde am Montag echt bei dir vorbeigeschossen kommen irgendwie. Ja. Wo ist denn dein Laden? Du, in Bielefeld. Fuck, ey. Ich komme aus Dortmund. Ey, da brauche ich. Dann bin ich irgendwie im Februar bei dir. Ich laufe nämlich an. Ach so. Ja, ich fahr doch kein fucking irgendwie automäßig, sondern laufe ich halt runter irgendwie. Keine Ahnung, sind 130 Kilometer, brauche ich eine Woche so. Ey, dann sehen wir uns übernächste Woche Donnerstag irgendwie. Ja, super. Mega, Achmed, geil, ey. Feil geil. Okay, Achmed, wir sehen uns am Montag nächste Woche. Jo. Appreciate dich, mega. Ciao. Jo. Geiler Typ, der Achmed. Geil. Der hat das einfach über sich ergehen lassen. Der dachte sich einfach, komm, ruf mich morgen an. Der sagt, du willst nicht. Der ruft mich morgen an. Der sagt, Wallah, das kriegst du zurück. Ich schwör, mein Gott. Aber ich liebe dich, mein Bruder, Wallah. Grüße gehen raus und dann mach mal auf jeden Fall.